Mein Name ist Danny und ich zocke heute mit euch Minecraft. So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Diesmal wollte ich euch einfach wieder was zeigen. Und zwar das Haus, was ich gebaut habe. In Kooperation mit dem Nico, also dem Bad Player. Er ist schon weg. Das steht am Viakku und ich wollte euch, weil das auch eine Challenge ist, also eigentlich keine Challenge, sondern ein Event ist, würde ich euch mal fragen, wie denn so meine Chancen wären mit dem Haus, hier zu gewinnen. Ja, es kostet was. Also ein Grundstück kostet 5000 Kadis. Der Gewinn ist aber 10-mal so groß für den ersten Platz, also... Könnt ihr euch ja überlegen, ihr könnt es aber auch sein lassen, hier mitzumachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier mitmachen würdet, weil es eigentlich keine Konkurrenz gibt, muss ich sagen. Nach dem, was ich hier bis dann gesehen habe, eine Schaffarm, eine Fake-Nachmache, dann eine, keine Ahnung was, ein Baum, ein Kieshaufen, dann ein Slab-Haus. Dann, keine Ahnung, kann man da rein. Zahlt nach, 2600 Kadis. Oh, schade. Kann man nicht, nichts groß machen. Ja, dann der Zähne. Keine Ahnung, was für ein Haus, ein komischer Goldklumpen. Und, ja, ich spiele mal total Texture Pack wieder. Weil es gerade bei den Umständen sich anbietet, weil ich halt was Mittelalterliches bauen wollte und es dem Nico gefallen hat, das TP, baue ich halt das so. Dann für 7,5 zwei Grundstücke, also noch nicht verbaut. Hier hat auch irgendeiner Grundstücke gekauft, die Leitern gefallen mir. Ja, dann die Burg oder keine Ahnung was von wie heißt er denn, Skylander. Ne, Zockergirl. Skylander. Ja, dann halt Nico und meins mit dem Türmchen im Haus, kann ich ja kurz zeigen, so. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Teich, dann den Turm, da wo aber nichts drin ist, wo man dann die ganze Aussicht haben kann auf den, die Baufläche am Barb da. Tack, tack, so. Liebe Tanks. Spawner. Wenn du an Spawn, ihr habt's gesehen. Ja, so sieht das halt nochmal von oben aus. Alles schön. 360 Grad Blick. Hier wird alles noch gebaut, habe ich das Gefühl. Oder soll gebaut werden. Dann das Haus. Das werden wir um Längen abziehen, schätze ich mal. Da innen sind auch noch ein paar Häuser, aber die zählen nicht zum Contest. Ist schon gesagt worden. Weil die haben hier extra eine Fläche beim Okro. Müsst ihr einfach nur umdrehen, wenn ihr spawnt. Und dann links ist extra nur für Grundstücke. Und, ja. Achso, ich bin schon unten. Dann halt die kleine Überführung. Oder Unterführung. Dann halt, bei wem es gemacht wurde. Dann halt nochmal ein Schild, wir sind fertig. Dann halt der obere Garten. Mit Pilzen. Kleine Info, Landlock. Ich finde es klasse. Landlocke ist aktiviert. Und bitte nicht nachbauen wie der Kerl da drüben. Der da. Ja, nicht nachbauen. Ja, dann halt unsere kleine schnieke Wohnung. So mit Teppich. Mit einem Tisch. Küche. Hier oben Zimmer. Anführungszeichen ist relativ offen gehalten mit Braustand. Dem Kamin, der auch von unten hoch geht. Und halt dem Dachboden. Da wo der Kamin dann rausgeht. Dann unsere kleine Enchantment-Ecke mit der Blume. Und einer wunderschönen Aussicht auf nix. Ja. Links weiter. Achso, dann hier nochmal runter. Sieht das halt von außen aus, halt der normale Baustil theoretisch. Ich weiß noch nicht, was ich hier unter machen soll. Ob ich das so lassen soll oder
irgendwie Holz runter zu klatschen oder ich weiß es noch nicht. Dann halt kriege ich eine Frontansicht. Kann man hier rauf? Ist doch doof. Machen wir es halt so. So sieht das halt von vorne aus. Beziehungsweise von der Ecke. Ich habe die Mauern auch schön überall gemacht. Und was wir noch haben als Special. Oh, unseren Pilzkeller. Nein, wir haben von jeder Sorte irgendwie 203 Pilze reingesetzt und die züchten wir jetzt hier irgendwie anscheinend. Ja, also so sieht das jetzt komplett aus. Ich weiß zwar nicht, wieso da eben ein Ding unter war, aber okay. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie so die Chancen für Nico und mich sind mit dem Haus. Und ja, ich würde mich halt freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Ich kann es auch verstehen, wenn es nicht jeder tut, weil die Preise doch teuer sind. Aber mit den Preisen werden halt, also mit den Preisen von den Grundstücken, werden halt die Preise hier finanziert. Ihr seht hier, erster Platz 50.000, zweiter Platz 30.000 und dritter Platz kostet, kriegt halt 10.000. Dann die Infos, ein GS kostet 5.000, dann halt mit einem schönen Gebäude. Shops sind nicht erlaubt, dürfen erst nach der Bewertung da gemacht werden. Und ja, die drei Plätze, die nach der Bewertung wird halt der Gewinn ausgegeben und so weiter. Und mit den Shops hatte ich eben schon erzählt. Mhm. Und am 15.10., also in 4 Tagen, um 16 Uhr, vor insgesamt einer Stunde und in 4 Tagen, ist halt die Auslosung. Also wir haben es gerade 17 Uhr am 11.10. Und ja, ihr könnt ja mitmachen. Und ihr seht, da ist das Spawn da oben, also vom Warp, und hier drüber steht auch FettGS. Also immer schön da langlaufen und dann einfach dahin die Grundstücke aufkaufen. Also das war's dann für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr halt da sein würdet. Schreibt mir in die Kommentare, wie wir abschneiden, Nico und ich, eurer Meinung nach. Und bietet mir die Stirn mit euren Projekten, die ihr macht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.